Stimmt, Outtake-Video müssen wir auch noch machen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Blechgefährten. Heute nicht alleine, heute mit Marvin, a.k.a. Marvin Kirk 85 auf Insta, da unten eingeblendet. ihr kennt Marvin aus einem Video schon, ne? Da haben wir die GTR haben wir zusammen poliert und fit gemacht für die Alpentour. Und ich glaube dabei, war das danach, als du deinen Motor für die aufgebaut hast? Nee, das war schon davor. Davor, genau. Fertig. Marvin hat jede Menge Teile bei mir bestellt. Und wir haben den Motor nicht aufgebaut, du hast den aufgebaut, ne? Genau. Und ist danach auch direkt in die Alpen gefahren. Also Probefahrt und ab durch die Alpen. Genau, und der Motor hat gehalten und das, ja, alleine das verbindet uns schon. Und ich glaube, irgendwann haben wir gesagt, wir müssen mal einen Vergleich machen zwischen GTR im OLAG und Vespa SS 180. Genau. Baujahr 1965. Also nochmal ein Tucken älter, Tucken seltener auf jeden Fall als die GTR. Aber beide nicht mehr mit Originalmotor. Die, für die noch gar nicht eingeschaltet haben bei den Videos, die vielleicht neu sind auf diesem Kanal, das ist eine Vespa GTR 125 eigentlich mit 187er Motor von BGM. Und das ist eine 180er. Hat die auch 180 Kubik? Ja, ne? Die hat 180. 180 Kubik. Genau, 180 Kubik und hat jetzt 221. Genau, Malossi PS, ne? Genau, Malossi Zylinder, Malossi Gehäuse. Schön bearbeitet. Ich habe gerade Fotos gesehen von dem Kolben. Der sieht eigentlich gar nicht mehr aus wie ein Kolben. Der ist Erzähl, was hast du gemacht? Also du hast den bearbeitet? Ich habe den Motor am Einlass bearbeitet. Ich habe den Zylinder massiv bearbeitet, auf eine 60er Sehne erweitert. Den Kolben massiv bearbeitet. Ja, auf 60 Hub umgebaut. An den Überschwimmern musste ich nichts machen. Durch das Malossi Gehäuse ist das... Ist das so? Ist das direkt auf den Zylinder angepasst? Ne? Genau, ja. Geil. Cool. Ja, das steht auch noch an dem Licht. Und Vergaser VRX Pinasco Vergaser, ne? 26er. Geil. Genau. Also wirklich ein reeller 26er. Und wir waren eben auf dem Prüfstand. Wir waren schon auf dem Prüfstand. Die war eigentlich auf dem Prüfstand. Genau. In Berlin. Hatte dort 23,4 meine ich, PS. 4 PS am Rad, ne? Genau, das ist schon ordentlich. Die GTR hatte hier an der Fachhochschule, meine ich, 13,5 am Rad plus Schleppleistung. Ich glaube Motorleistung 17 PS und das ist ja immer dieser, diese Zwickmühle, in der ich mich noch befinde, dass der Prüfstand hier was anderes anzeigt als die draußen, die P4 und LOZ. Deswegen haben wir die jetzt nochmal auf den Prüfstand gejagt. Und was dabei rausgekommen ist, blenden wir jetzt ein. Jetzt kommt ein kurzes Video zum Prüfstandslauf und kurzer Vergleich der beiden Leistungskurven. Ne? Ja. Genau. Und dann fahren wir eine Runde. Jetzt folgt ein bisschen Technik-Talk zu den Kurven, zu den Prüfstandsläufen. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, macht euch einen Kaffee, lasst das Video laufen oder ihr scrollt einfach 4 Minuten weiter, dann geht's weiter mit den Fahrten, wie die Vespas fahren, wie die abheizen. Viel Spaß. So, springen wir mal rein in das Diagramm. Lasst euch nicht von diesen ganzen Kurven irgendwie erschlagen. Worauf wir jetzt als allererstes gucken, sind diese zwei blauen Kurven. Einmal die dünne blaue Kurve und die dicke blaue Kurve. Die dünne ist die meiner Vespa GTR von damals. Ja. Also wir haben die GTR auch schon auf dem Prüfstand gehabt und hatten dabei, wenn wir das Maximum dieser Kurve betrachten, hatten wir dort eine Radleistung von, ich glaube, 13 PS waren das. 13 PS Radleistung. So, die dicke Kurve, die dicke blaue Kurve ist die heute gemessene Vespa SS 180 bzw. Malossi 221er Kurve. Die starten beide ähnlich. Ne? Also wir sehen das, dass bis 6000 Umdrehungen laufen die, zumindest von der Steigung her laufen die sehr ähnlich. Die SS hat natürlich ein kleines Offset drauf von, was sind das, 1,5, 2 PS und läuft dann aber weiter. Ja, wir sehen, dass die GTR bei 6500 Umdrehungen in die Knie geht, das Ende. So, die 221er Malossi, die läuft einfach weiter. Die läuft bis 7000, die läuft bis 7500 und dreht da einfach viel weiter oben raus. Und deswegen haben wir, wenn wir jetzt die GTR verlängern würden, würden wir auch irgendwo bei 15, 16 PS bei 7000, 7500 Umdrehungen landen. Nein, aber die SS schafft in dem Fall einfach mehr. Ja, wir sind dabei, was haben wir hier?
15, 16, ja, 16, 17, und steht es ja in blau. 17,2 PS Radleistung. So, jetzt denkt man sich, Radleistung 17,2 PS, der Marvin hat doch gesagt, 23,5 wurden da gemessen in Berlin. Ja, jetzt kommt aber die Schleppleistung. Jetzt war das zu Ende, wir haben Vollgas gegeben, du bist am Ende, ziehst die Kupplung und der Prüfstand berechnet dann noch die Leistung, die verloren geht im Getriebe, ja, bis zur Kurbelwelle. Wenn meine Kupplung nicht richtig trennt, wenn ich ohne Getriebeöl fahre, wie auch immer, dann wird die Radleistung einfach höher ausfallen. Und in dem Fall haben wir wird die Schleppleistung einfach höher ausfallen. Und die Schleppleistung liegt hier in dem Fall bei 7,2 PS. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 7,2 PS, die da im Getriebe vernichtet werden, die von der Kurbelwelle nach hinten nicht ankommen. So, die Motorleistung liegt dementsprechend, wenn man die beiden Werte addiert, bei 24,4 PS. Und das ist das, was nachher eingetragen wird. Die 24,5 PS, die stehen nachher im Fahrzeugschein. Ja, dann hatte ich mir die Frage gestellt, ja, wie ist denn das? Wenn ich jetzt da 17,2 habe als Radleistung, beim anderen, bei der GTR, hatte ich dann irgendwie 13,3. Das liegt ja gar nicht so krass auseinander, sage ich mal. Diese 7 PS, die verschwinden ja einfach. Die spüre ich, im Popometer spüre ich die ja nicht so richtig. Ja, meine Theorie war jetzt, klar, die SS, die wird weiter rausdrehen, die wird, wenn du die Gänge hochziehst, wird die wahrscheinlich dran vorbeiziehen. Aber der Start, wenn die GTR einen schönen Start hat, wenn ich richtig gut vom Fleck wegkomme, dann wird die GTR mithalten können, behaupte ich jetzt einfach mal. Die würden mithalten können. Klar, das Drehmoment, wenn wir uns hier mal die obersten Kurven angucken, die schmale Orange und die dicke Orange, da haben wir einen Unterschied von, was sind das hier? Die GTR lag irgendwo bei 19, 20 Newtonmeter und die SS liegt einfach mal bei fast 25 Newtonmeter. Ich glaube, das wird man schon merken, dass die einfach unten raus besser kommt. Klar kann man immer vieles damit beeinflussen, wie ich vom Fleck komme, wie ich starte. Wenn ich dann natürlich wie so ein Irrer am Gas hänge, mich nach vorne beuge und losballer, ist das was anderes, als wenn ich da fast einen Wheelie mache, Zeit verliere und dann an den Start gehe. Ja, wir werden das gleich sehen. Ich habe mein P-Gear mitgenommen. Ich habe diese P-Gear-App auf dem Handy. Wir werden gucken, was für Zeiten wir fahren. Wir können uns sogar gönnen, bis 0 auf 100 zu messen, weil die Teile einfach 100 fahren werden. Das habt ihr im letzten Video gesehen bei der GTR. Und ja, das machen wir gleich abwechselnd. Das ist zumindest der Prüfstand, der Prüfstandslauf. Und jetzt freue ich mich auf die Fahrt mit beiden Vespas. Ich bin happy, dass der Marvin mit uns dieses Video gemacht hat, dass er so spontan Zeit hatte, seine SS 180 nochmal aus dem Wohnzimmer geholt hat und mit uns gefahren ist, obwohl die Straßen teilweise noch ein bisschen nass waren. Danke auf jeden Fall an der Stelle. Und ich bin auch happy, dass die GTR einigermaßen mithalten kann, ne? Obwohl die Prüfstandsläufe ja schon sehr unterschiedlich sind. Die SS, die zieht schon im oberen Bereich und auch unten durch das erhöhte Drehmoment ordentlich davon, aber ja, gefühlt so vom Popometer her, der Marvin ist auch die GTR gefahren, kann das irgendwie mithalten, würde ich sagen. Und das ist sind zwei richtig
Geile Roller finde ich, zwei Olag-Roller, die so bleiben auf jeden Fall mit ein bisschen Dampf und das reicht vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus. Du brauchst da keine 30, 40 PS auf so ein Ding, da hätten wir uns wahrscheinlich auf die Fresse gelegt bei dem Wetter, bei dem rutschigen bei den rutschigen Straßen mit dem Laub da draußen. Deswegen, also ich bin happy. Ihr haut mal in die Kommentare rein, wie ihr die SS von Marvin findet, wie ihr solche Art von Videos findet. Würde ich mich über ein Feedback freuen. Und ja, was blende ich ein? Jetzt blende ich hier nochmal ein Video ein und da nochmal ein Video ein und da und da und da und da und den Kanal abonnieren nicht vergessen. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ach, Schurk, Alter. Ah.